Hey Leute und willkommen zurück zu RimWorld. Ja, das letzte Video war ja doch ein bisschen chaotisch. Wir wurden ja mehrmals angegriffen und viele Verletzte, ein paar Tote. Zum Glück nicht auf unserer Seite. Na gut, hätten wir den einen Spielstand nicht geladen, dann... Oder haben wir geladen? Doch, Gui ist einmal gestorben. Gui ist einmal gestorben und das wollten wir nicht... Naja, die Fallen werden wieder repariert. Wir sind gerade dabei, die Gewächshäuser wieder aufzumachen. Und hier oben vorzubereiten, dass wir das Ding mal aufkriegen. Mal gucken. Ich hoffe, die paar Fallen reichen. Ich stelle hier natürlich dann noch alle hin mit Bewaffnung und sowas. Aber man weiß ja nie, ob das ausreichen wird. Ich weiß auch nicht mehr, wie viel da drin waren. Ich glaube, 3 Viecher. Und naja. So, ist der Bär jetzt hier weg? Allgemein sind die Tiere gerade so ein bisschen weg, ne? Ne, Grizzlybär. Körper. Ach, da ist er. Ja. Der ist nicht verletzt, ich wollte gerade sagen. Gut, dann lassen wir erstmal wieder ein bisschen schneller laufen. Steven hat noch ein bisschen zu tun mit oben dem, mit dem Ding hier. Wenn das fertig ist, dann sollte er anfangen, hier unten weiter aufzubauen. Ich sag mal, Sera wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen helfen. Wenn das dann alles erledigt ist, ich hoffe, dass dann das mit der Stromversorgung ausreicht. Ja, sonst haben wir dann ein kleines Problem. Ja, ich sag mal so, jetzt hier so in der Nacht... Geht das? Da lädt er ja immer noch ein bisschen auf, wenn genug Wind ist und sowas. Aber naja, es wird halt schnell verbraucht. So, Steven, du gehst jetzt halt wieder nach oben, ne? Baust weiter. Ist jetzt eigentlich alles komplett da versorgt? Na, noch nicht ganz. Kannst du eigentlich Bäume fällen? Kannst das sogar entfernen. Sehr schön. Dann bringt das sogar was. Ich baue erstmal hier fertig. Echt jetzt? Ihr holt euch das Holz und braucht es dann nicht mal? Ihr seid auch ein paar Leute, ey. Aber Seraph kümmert sich auch schon wieder drum. Sehr schön. So ist richtig. So, dann sind schon mal die Fallen überall ausgebaut. Es fehlt nur noch ein bisschen Holz. Ja, der soll natürlich hier weg. Ah, fertig. Sehr schön. Dann versammeln wir gleich mal alle. Mal, irgendwer hat noch keine Waffe gehabt, ne? War das Chillion? Chillion. Chillion, du bist... Wie gut bist du eigentlich mit deinen... Ah, geht. Dann nimmst du das Sturmgewehr. Und kommst auch mit nach oben. So, Chillion, Fabio hat eine Waffe. Hat eine Waffe, hat eine Waffe, hat eine Waffe, hat eine Waffe, hat... Auch eine Waffe, gut. Alle hochkommen. Bisschen verteilen. So. Und wenn Chillion da ist, Chillion ist, glaube ich, auch sogar unser Bergbauer gewesen. Nee, warte, doch Bio. Bergbauer, genau. Du, Chillion, darfst das Ding dann abreißen. Ach so, du musst Bauarbeiter sein? Na gut. Dann macht das Seraph.
So. Und dann fließt du auch ganz schnell. Ah. Lauf. Boah, sind das viele. Scheiße. Ah, das ist fies. Ich hätte vorher speichern sollen. Jetzt ein bisschen aus, ne? Oh ja, ich hätte vorher speichern sollen. Boah, hält das Ding aus, ey. Alter, was ist das für ein Ding? Komm, du kannst nach Hause. Ihr seid so stark verletzt. Überlebst du das überhaupt? Gut. Du rette Seraph. Moa. Mal gucken, ob sie dort überleben, ey. Haben wir hier? Fernseher. Warte. Fabio, 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 du rettest bitte Tysia. Steven, du rettest Chillion. Hoffentlich überleben die das. Medizinischer Notfall. Ja, ich weiß, ich weiß. Es muss jetzt ganz schnell gehen. Du behandelst auch gleich. Oh nein. Nein! So, das Ding ist jetzt hier fertig. Genau. Wir haben gesehen, es reicht nicht aus. Also. Bauen wir da noch mal weiter Fallen aus. So, mal gucken, ob das denn reicht. Ist das alles weg? Der muss gefällt werden. Und wir müssen weiter Fallen bauen. Na, mal gucken. Huch. Echt jetzt? Kann. Wieso kann da nicht gebaut werden? Egal. Dass da nicht gebaut werden kann, ist klar, weil da gerade der Baum im Weg ist. Oh. Nochmal. So. Quietsch. So, ich hoffe, das reicht dann aus. Sehr schön.
Müssen wir da nochmal gucken, bis das oben fertig ist. Dann können wir erst den Tempel aufmachen, weil das war jetzt in Grad. Ich glaube, ich hätte drei Leute verloren und das wäre nicht so gut gewesen. Oder muss ich natürlich noch mehr Barrikaden bauen? Mal gucken. Und dann natürlich mit besseren Waffen, dass die alle mit Sturmgewehren und so weiter rumrennen. Weil ich habe ja eigentlich die Waffen hier. Und vielleicht auch Brandgeschoss? Na, ich glaube eher weniger. Ich bin in Granaten. Ah ja. So, aber dann soll jetzt erstmal hier fertig werden. Machst du da sauber? Ach so, ja klar, weil das alles zu dem Dings gehört. Zu dem Heimgebiet. Wie sieht es jetzt eigentlich aus hier mit dem Dach? Haben sie das schon? Wieso? Ach, ist schon abgerissen. Aber die sind noch nicht. Die sollen noch aus. Strom aus, Strom aus, Strom aus, Strom aus, genau. Kannst du dich einmal um das kümmern, dass hier Strom ausgeht? So. Sehr schön. Das ist fertig. Das ist sehr gut. Könnten wir natürlich das noch fertig machen? Oder wir kümmern uns um was anderes erstmal. Wofür ist das gut? Messungsvolumen Feuchtigkeit im unterliegenden Boden allmählich zu normalisieren. Diese Pumpen können nasse Böden trockenlegen und weichen Sand in normalen Sand umwandeln. Okay. Stelle Energieschildgürtel her, die mittels Impulsstoßtechnologie ein- und ausgehende Geschosse blockieren. Ein- und ausgehende. Okay. Das könnten wir noch machen für bessere Waffen. Ja, machen wir mal das. Wir brauchen auch bald noch ein bisschen bessere Bewaffnung. Und Rüstung brauchen wir auch bald, vernünftige. Also, das hätte ich wahrscheinlich schon alles vorher mal machen sollen. Aber egal. Das kommt auch mit der Zeit. Wenn das fertig ist, das sollte ja nicht ganz so lange dauern. Können wir auch bald vernünftige Munition, vernünftige Waffen bauen. Okay, sie sind schon wieder dabei, hier oben fleißig aufzubauen. Mal, das kannst du sammeln. Achso, gut, dann nicht. Oh nein, echt jetzt. Was seid ihr für welche? Seid ihr Nahkämpfer? Ihr seid alles Nahkämpfer. Naja, nicht ganz Nahkämpfer. So, Chillian, du brauchst noch deine Waffe. Manning, beeil dich. Sonst ist keiner mehr draußen, ne? Ah, Gott, ich hasse das. Immer diese blöden Angriffe. Oh, nein, 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 nein.
Das könnt ihr sowas von vergessen. Jetzt ein verrücktes Wildschwein. Echt jetzt? Boah. Die haben eine Mörse aufgebaut, Alter. Oh nein. Sehr schön. So, die verletzt sind, gehen nach Hause. Chillian, du versuchst zu retten. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben 2. Oh, Kacke. Das muss schnell gehen. Und du versuchst ihn zu retten. Alter Schwede, die haben da erstmal eine Mörser in Besitz nehmen. Neu installieren. Heftiger Kack. Den setzen wir schön hier unten hin. Ein bisschen ist jetzt was verbrannt. So, gut. Wie sieht's aus? Du bist verletzt, keine unmittelbare. Was ist bei dir verletzt? Linker Ringzeh, ja gut, das geht. Keine unmittelbare Gefahr, keine unmittelbare Gefahr, keine unmittelbare Gefahr. Gut, dann Fabio, kümmerst du dich erst um unsere Leute, und zwar hier. Jillian, du kümmerst dich um ihn. Verpflegung, behandeln. Was? Achso, du kümmerst dich schon darum. Gut. Wie jetzt? Was? So, wie sieht's aus? Körper. Keine unmittelbare Gefahr im Moment, ja? Gut. Sehr schön. Ja, da haben wir dann mal hier erstmal einen heftigen Angriff überlebt. Die haben sogar ein paar Ressourcen dabei und sogar Bauteile. Oh, das ist sehr gut. Waffen. Das ist sehr schön. So, aber die sollten wir dann auch... das soll alles abgerissen werden. Damit die sich nicht hier irgendwie nochmal... irgendwie hoch... Mann! Ausbreiten hier oder... ja, dass die das hier nochmal übernehmen irgendwann. Andere Banditen, das wollen wir nicht. So, und ihr sollt natürlich mitgenommen werden, damit ihr auch verbrannt werden könnt. Feuer. Achso, da unten ist Feuer. Gut. So, bei dir, dich wollen wir natürlich versuchen zu rekrutieren, aber erstmal den Widerstand runterkriegen. Gut, es regnet, das ist sehr gut. So, medizinischer Notfall immer noch. Aber du bist jetzt... sehr stark verletzt, aber nicht mehr tödlich verletzt, wie es scheint. Also wahrscheinlich schon. War sehr gut. Die paar Bauteile, die wir da oben herkriegen, ey. Ist nicht viel. Aber damit können wir ein bisschen wieder was anfangen.
Und ja, wir haben auch ein bisschen Stahl denn dabei, ein bisschen Stoff und einen Mörser. Alkoholexzess. Oh Gott. Ah, schon besoffen, ey. Drogenrausch. Da soll er sich mal ein bisschen ausruhen. Mal ein bisschen saufen. Oh, klar. Du gönn dir auch mal. Na, da ist Munition, HE-Granaten. Das ist dann wahrscheinlich für die Dinger. Brandgranaten. Okay. So, minimale Reichweite. Granaten. Antimaterie-Gefechtskopf, heftig. Löschschaumgranaten, Rauchgranaten, Brandgranaten, MP-Granaten und HE-Granaten, okay. Krasser Scheiß. So, bist du an? Wie bist du an? Bist du an? Oh, achso, er pennt da. So pennst du? Du sollst. Wieso hast du keine Waffe? Du solltest dir doch die Waffe holen. Hat er ohne Waffe gekämpft, der Typ, ey? Alter. Seraph, wie geht's dir? Gut. Verletzt, aber nicht mehr schwer verletzt. So, Strom sieht super aus. Das ist perfekt. Bauteile, 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 Bauteile. Haben wir schon alle wieder da? Noch nicht. Okay, haben wir denn überhaupt noch genug oder sind jetzt alle für die Reparatur draufgegangen? Wir haben ja noch ein paar. Wie sieht's hier aus? Hat er jetzt da schon mal ver... Ne, haben sie noch nicht rangesetzt. Aber egal, das macht nichts. Was haben wir hier? Rauchblatt. Auf unser Drogenlabor dann irgendwann mal. Damit die ein bisschen entspannen können. Oh, Herr Steven ist da am Bauen. Das ist sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das ist schon mal ordentlich, dass da jetzt alles abgebaut ist. Haben wir auch wieder ein bisschen Stoff und Stahl mehr. Obwohl, ich glaube, Stahl braucht man gar nicht mehr für die Dinger, ne? In Sicherheit. Ist nur noch Stoff, genau. Jumper, wie geht's dir? Verbleibender Widerstand ist noch ein bisschen. Ja. Wie bist du eigentlich von Bio her? Naja, kannst dich um Tiere kümmern, bist ein Kämpfer. Geht halt. Ah, das ist sehr gut, dass Strom wieder vernünftig funktioniert, ey. Ja, das oben, die Sonnen verbrauchen sehr viel Strom, aber die brauchen wir zum Glück nur im Winter. Müssen wir halt dafür sorgen, dass wir im Winter genug Vorräte haben. Wahrscheinlich dann hier nochmal mehr Batterien bauen. Und auch nochmal allgemein mehr Stromversorgung schaffen. Besuchergruppe, sehr schön. Seid ihr Händler? Ja, ihr seid Händler, sehr gut. Das ist sehr gut. Dann können wir da vielleicht auch noch wieder ein bisschen Kram loswerden und auch noch ein bisschen Kram dazu gewinnen. Ja, schön am Reparieren überall. Das ist sehr gut. So, Tyser. Oder haben wir, war ja noch jemand anderes besser? Ich glaube, Steven war auch sehr gut. Machen wir Steven. Lassen wir dich mal handeln. So. Die brauchen Bauteile. Ja, brauchen wir auch. Ihr könnt das Zeug alles haben.
das Zeug und das Zeug. Dafür. Was kriegen wir von euch? Chemikan? Medizin? Machen wir mal so. Ihr könnt unsere Messer haben. Und ja, noch ein paar Pistolen. Gut. Schade, dass ihr keine Bauteile oder sowas habt. Aber ihr kriegt ein paar Pistolen von uns und wir nehmen dann all euer Pemikan. Oh, Pistolen. Noch mehr. Oh, noch mehr Pistolen? Noch mehr Pistolen haben wir nicht. So, dann kriegt ihr noch was von den. Was war das eigentlich? War das das Zeug, womit man. Nicht nur Infektion, ist halt keine. Genau, das ist das Zeug. Dann kriegt ihr noch Stoff soweit. Stoff habe ich eh in Anbau. Und akzeptieren. Sehr schön. Das Schöne ist, der Mörser braucht keine Elektrizität. Gasdruckladen. Ah, okay, cool. Dann können wir anfangen, Autokanonenturm zu bauen. Na gut, machen wir das mal. Mal gucken, wie gut der ist. Was braucht eigentlich der Mörser? Ich glaube, Mörser kann ich auch bauen, ne? Braucht Bauteile, okay. Mal vielleicht demnächst ein paar mehr Mörser bauen. Waffensch, was? Bitte von Mörser, endlich. Hat uns eine Botschaft geschickt, er möchte mit uns an einen nahegelegenen Ort ein Gespräch führen. Vielleicht können wir so eine Beziehung mit dieser Fraktion verbessern und Geschenke erhalten. Aber Vorsicht, ein schlechter Unterhändler kann mehr schaden als nützen und sie sogar verärgern. Spring zum Friedensgespräch. Wollen wir das ausprobieren? Was ist das jetzt? Ach so, Mutter Schaf hat wegen Hunger eine Fehlgeburt. Okay. Tyser, einmal das aufmachen und vielleicht sogar anfangen. Will kein Träger sein. Na gut, dann machst du das. Machst du das? Irgendeiner macht das gleich. Ist zur Sache, ja, irgendeiner wird das machen. Der Chillian macht das. So. Hat aufgrund von Hunger. Echt, wieso habt ihr alle Hunger? Es ist doch eigentlich genug da zu essen. Kümmert sich keiner um die Tiere? Tierpflege doch eigentlich. Da, guck. Kümmert sich doch eigentlich wer? Ja gut, wenn der uns gehört, der kümmert sich nur um Tiere. Kümmert sich denn, ja, kann sich perfekt um Tiere kümmern. Das ist seine einzige Aufgabe, Tiere. Wie sieht es hier oben aus? Ah ja, nimmt langsam Gestalt an. Jumper ist vollständig geheilt, sehr schön. Ja. Ah, Gefängnis, 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 Gefängnis. Bleiben der Widerstand, Rekrutierungschance, okay. Dann versuchen wir zu rekrutieren und zwar Steven. Versuch mal zu rekrutieren. Willst du dich nicht uns anschließen? Noch nicht, okay. Dann erstmal den Dings wieder runtersetzen.
Okay, wir haben hier wieder ein Meerschweinchen, sehr schön. Wieder ein bisschen Nahrung. So, Holz. Wie viel Holz haben wir? Wir haben gar kein Holz mehr. Das ist ja heftig. Dann müssen wir mal wieder ein bisschen Holz hacken. Oder habe ich Holz übersehen? Nee, ich habe kein Holz übersehen. Wir haben echt kein Holz mehr, ey. Doch da. Ach, wir haben doch noch genug Holz. Aber umso mehr, umso besser. So, ja, Tyser ist am Füttern. Ein untätiger Kolonist. Wieso untätig? Du hast nichts zu tun? Du kannst dich doch um Tiere kümmern. Das wäre doch perfekt. Was ist hier los? Tyser, Tyser, Tyser. Tierpflege aufsehen. Ja, du kümmerst dich hauptsächlich um die Tiere. Sehr schön. Das ist deine Aufgabe. Wenn wir zwei Leute haben, die sich um Tiere kümmern, ist es nachher sogar besser. Mein Gott. Ernährung, Ernährung. Ah, ihr braucht noch. Onesan, kannst du dich auch um die Tiere kümmern? Bist du? Ja, du kannst dich auch um Tiere kümmern, sehr schön. Bist ein Reiniger und einer für die Tiere. Ja, wir wissen es. Wir wissen es. Das wird sich aber auch ändern. Hoffe ich zumindest. Wir haben hier ganz schön viel Heu. Wofür ist das eigentlich gut, das Heu? Nährstoffreich getrocknetes Gras und Sprösslinge. Geerntet und zu lange verdichten Heu ist ein gutes Tierfutter, aber ungenießbar für Menschen. Ja, dann füttert doch mal. Warte mal, dann machen wir das anders. Gekühlt, verdirbt. Machen wir irgendwo mal eine Futterstelle hin. So, mehr Strukturen, Strukturen. So, das wird hier die Futterstelle. Und zwar kommt dann da die Zone, Lagerzone hin. Lager, alles weg. Kommt alles weg. Außer halt Heu. So, nur Nahrung, Heu. Da kommt nur Heu hin. Dann können da nämlich die Tiere hin. Das wird dann nachher für die die Fresszone. Tiere. Kommen denn dahin und dahin? Kann wieder laufen, kann wieder laufen. Gut. Ja, ist klar. Oh. Unterernährung extrem. Dann erweitern wir die Zone erstmal so ein bisschen. Damit die ein bisschen fressen können noch. Und dann verkleinern wir die nachher. So, Seraph, einmal retten. Und hier kommt dann gar kein Heu hin. Ah, verdammt. Hier kommt gar kein Heu hin. Machen wir das so, dann sollte das passen. Ich habe gedacht, die werden automatisch gefüttert, aber reicht wohl nicht. Das reicht wohl nicht. Wie sieht's bei dir aus? Sklavenpreis 740. Mann, Mann, Mann. Du bist ja echt gut was wert. Aber wir brauchen ein paar Leute. So, ihr könnt hier fressen. Sehr schön. Wie sieht's bei dir aus?
Sehr schön, das Heu kommt dahin. So, verdirbt nicht, verdirbt. Verdirbt in, falls ungekühlt ist, 47 Tage. 57 Tage, ja, okay, das sollte doch ausreichen, ey. Sollte doch eigentlich nicht das Problem sein. Ja, sehr gut. Sehr schön, die fressen das Heu, das ist sehr gut. Die fressen das Heu. Gomba kann wieder laufen. Sehr schön. So, wie sieht es eigentlich aus mit der Zeit, sehe ich gerade. Es ist schon wieder... Oh, ich bin schon wieder über 30 Minuten am Aufnehmen. Dann stoppe ich das erstmal wieder. Und ja, ist ja doch wieder ein bisschen was passiert. Wir wurden ziemlich heftig angegriffen. Mal wieder. Hier hinten, die Vorbereitung geht auch voran. Wir bauen dabei jetzt gerade, wir sind jetzt gerade dabei, vernünftig ein Futterlager aufzubauen. Das können wir auch sein lassen. Da reißen wir einfach die Wand dann auf. Das wird dann so ein Überdachter sein. Und ja. Gut. Das werden wir in der nächsten Folge fertig machen. Dann können die auch in Ruhe da vernünftig fressen. Das einzige Problem ist, dass unser Fuchs das, glaube ich, nicht frisst. Obwohl, er ist auf alle Fälle satt. Und ja. Das war es dann erstmal wieder für dieses Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ja. Bis dann, Leute. Bye, bye.